So, fangen wir einfach an. Wir spielen heute Terrascape mal an, was ein Aufbaustrategiespiel ist. Ja, Aufbaustrategie. Sagen wir mal, ein Puzzle-Spiel mit Aufbaustrategie-Elementen. Weil man kann zwar einmal im Freimodus spielen, um Medaillenrekorde zu machen, auf zufällig generierten Terras, wo wir ein Königreich erschaffen. Ihr werdet gleich das Prinzip sehen, aber ich habe es halt auch noch nicht wirklich viel gespielt. Oder Puzzle-Herausforderungen, wo wir halt Challenges machen müssen. Da habe ich aber schon gelesen, es gibt wohl zurzeit einen kleinen Bug in einer der Challenges, wodurch wir einfach mal ins freie Spiel reingucken würden und einfach mal uns berieseln lassen von diesem Game. Es ist halt relativ günstig übrigens auch, es kostet glaube ich nur 10 Euro und es ist eine deutsche Entwicklung und es wurde auch beziehungsweise unterstützt durch den deutschen Medienfonds Schieß mich tot, wo ja Entwicklungen ein bisschen Geld, also Unterstützung abholen können. Abholen, beziehungsweise sich dafür bewerben. So, Kleinterra, Großterra, dann haben wir Szenarien. Wir werden einfach eine kleine entspannte Terra mit allen Terrantypen und Decks ohne Terra-Ziele und einem entspannten herausfordern. Gefüllt mit offenen Feldern, Wäldern, Flüssen und viel Wild. Perfekt für eine kleine Siedlung aus Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Dorf. Baue mit Weitsicht. Wir werden einfach in das Szenario reingucken. Wenn du Gebäude auf Features baust, verschwinden sie. Da du gerade das erste Mal Terrascape spielst, erklären wir dir kurz die Grundlagen zum Meistern des Spiels. Solltest du bereits wissen, wie man Terrascape spielt, überspringe diesen Hinweis. ASWD. Wir sind übrigens auf einer riesigen Platte. Ohne Elefanten darunter. Und ohne riesige Schildkröte darunter. Was natürlich hier in Terra jeden Pratchett-Fan fertig machen wird. So, wir müssen einen Grundstein legen. Erstmal die Hauptkarte. Das Ganze hat übrigens auch so ein gewisses... Du hast halt so ein Kartendeck und baust halt darauf deine unterschiedliche Siedlung. Man könnte es vielleicht nicht mit Dorfromantik vergleichen, weil du hast ja einen begrenzten Raum. Bei Dorfromantik baust du ja sogar das Areal. Aber es geht schon so einen ähnlichen Weg. Falls ihr unbedingt ein Spiel wissen wollt, was dem halt vielleicht so ein bisschen näher kommt. So, mein Hauptgebäude setze ich einfach mal. Grab ein Loch, vielleicht findest du den fünften Elefanten. Setzen wir einfach hier hin. Erde wird ein bisschen angehoben. Mit leeren Händen, du hast nun keine Gebäudekarten mehr. Allerdings hast du durch den Bau deines Hauptgebäudes Punkte erhalten. Und ich sehe gerade, ich werde mich mal ganz kurz noch verschieben. Hier oben fühlt sich auch alles besser an. Du hast Punkte erhalten, welche dir ermöglichen, neue Karten zu ziehen. Öffne jetzt die Deckauswahl, indem du auf den Button Neues Deck klickst. Plüpp. Hier werden dir zufällige Kartendecks angeboten, die verschiedene Gebäudekarten enthalten. Wähle jetzt das neue Deck aus. Bei der Platzierung eines Gebäudes ist es wichtig, seine Reichweite und Einflüsse zu beachten. Die Gebäudepunktzahl kann durch das Biom 2, auf dem es platziert wird, und durch Ressourcen und Gebäude 3 in seiner Reichweite beeinflusst werden. Welche Einflüsse deine aktuellen Gebäudepunkte bringen, siehst du, wenn du den Mauszeiger über eine Gebäudekarte bewegst. So, von einem anderen Holzfäller kriegt das ein Minus, wenn Wald in der Nähe ist, kriegt das ein Plus. Also muss das eigentlich zentral in den Wald rein, mit maximalen Punkten, wie zum Beispiel hier 24 Punkte, weil komplett umgeben von Wald. Obstgarten ist jetzt verfügbar. Der Baum lebt! Gibt keinen Holzfäller, nur der Baum bewegt sich. Blüpp. Gibt es Feinde oder warum hat der Burgfried Welle? Der Burgfried hat Welle, weil fliegende Affen kommen können. Weiß ich nicht. Gerne, Wollschieb. Ich grüße dich. Danke für den Follow. Ermöglicht Gebäude Hütten. Möglich Gebäude
Holzfäller Obstgarten. Machen wir erstmal Dorf. Erhält Punkteabzüge auf Gras. Erhält Punkteabzüge von Burgfried, Langhaus, Obstgarten, Holzfäller. Also eigentlich alles Schöne, was in der Umgebung stehen kann. Danke, Steffi, für dein Prime-Sub. So, Forstwirtschaft. Was bringt der Obstgarten? Erhält Punkte durch Fluss, See, Holzfäller, Obstgarten. Warum kriegen die eigentlich alle einen Bonus durch den Holzfäller in der Nähe? So, da ist doch auch eine gute Stelle. Gibt es eigentlich Ressourcen? Gibt eine Stufe für den Burgfried. Gebäudekomplexe. Achso, wenn ich 4 Häuser aneinander gesetzt hätte, würde daraus ein Langhaus werden. Also habe ich dieses Haus doof gesetzt, hat hier oben reingemusst. Ich muss immer sagen, deutsche Entwickler haben welchen Händchen für Spielkonzepte, die mit Punkten zu tun haben. Und für Aufbaustrategie natürlich. Oh, guck mal. Wahrscheinlich ist da ein Fragezeichen dran, weil ich das Haus auch noch nicht kenne. Ich glaube, hier sind übrigens auch der Preis für das nächste Kartendeck, um das zu ziehen. Aber es erinnert mich an ein Spiel. Mir hat jemand ein Spiel geschenkt, wo du ein Dorf baust nur mit Karten. Damals. Jetzt lass mich nicht lügen, wie das hieß. Ich glaube, Sarudon hatte mir das damals auch geschenkt, weil Sarudon eigentlich der Einzige ist, der mir über Steam immer Spiele schenkt. Und da musst du halt über unterschiedliche Kartendecks dein Dorf aufbauen. Nein, nein, nicht Dorfromantik, das ist was anderes. Ich weiß, Dorfromantik habe ich vorhin es war wirklich, du hast halt ein, so wie, als wenn du Yu-Gi-Oh! Spielst, so eine Spielmatte. Und dann kannst du halt eine Karte für einen Einwohner machen. Oder dann hast du halt für Häuser. Und dann kannst du, wenn du genug Nahrung hast nach dem Tag, kannst du neue Einwohner generieren pro mehr Häuser. Und es erweitert sich immer mehr und du kannst halt auch mit den Einwohnern, du kannst sie bewaffnen und dann durch ein Portal gehen und gegen Leute kämpfen. Das war richtig cool aufgebaut. Ich glaube, ich habe es damals nicht präsentiert. Es war schon ein bisschen älter, als mir das geschenkt wurde, aber es machte so richtig so ein bisschen süchtig. Zu viel Werbung jetzt für einen anderen Titel übrigens gerade. Stacklands, Dankeschön. Das war das. Ja, genau. Tom hat recht. Ich habe jetzt nochmal kurz gegoogelt. Das fand ich konzeptionell richtig super. Was du gemeint hast, wusste ich, aber ich wusste den Namen nicht. Ja, das ist genau mein Problem. Was mir jetzt hier fehlt, ist wirklich, dass es eine reine Punktegeschichte ist. Schon von vornherein. Achso, da oben steht 2 weitere Decks, kann ich dazu holen. So, jetzt der Dorfplatz verfügbar.
Weil ich mag eigentlich dieses auch, selbst wenn das so ein Punktesystem ist, dass du noch ein bisschen mit Ressourcen managen musst. Aber den Segen werden wir hier wohl nicht kriegen. So, Dorfplatz. Ich durch Burgfried, durch Langhaus. Punkte gut geschrieben. Durch Fluss, durch Hütten. Na, da oben ist ja Metall, da muss ich ja wahrscheinlich später dran bauen. Der Burgfried kann ausgebaut werden. Seht her, ich bin schön. Getreidefeld. Was ist eigentlich links das Symbol am Kartenrand? Das sind die Punkte wahrscheinlich in einem gewissen Bereich, wodurch du das nächste Gebäude freischaltest. So, ein Bauernhof mit 3 Getreidefeldern. Aber erstmal müssen wir nochmal ein paar Obstgärten setzen. Was Besseres als 20, wenn ich genau reinsetze. Ist nur 8. Landwirtschaft. 1, 2, 3. Aber sieht immerhin sehr hübsch aus. Sehr idyllisch. So, Gras, Fels, Strand. Ach, ihr macht nur generell nur 5 Punkte. Außer ich setze euch an Wasser. Wenn wir es so machen, 21. Ich glaube, ich sollte einfach nach hier unten gehen. Es ist doch ein entspannteres Spiel, als ich gedacht habe. Macht es Sinn, Getreidefelder auf Weid zu bauen? Das ist egal. Der linke Kreis ist zwar wieder voll, das hat aber damit zu tun, dass der Burgfried auf dieser Karte nur maximal auf Stufe 2 kommen kann. Man muss mindestens den Bronzewert erreichen, damit man übrigens die nächste Karte freischaltet in dem Spiel.
Der Marktplatz ist jetzt verfügbar. So, nochmal 40 Punkte. Na, hätte ich mal noch einen Punkt frei gehabt. Danke, Elbaplo, fürs Folgen. Ihr kriegt einen Bonus durch die Langhäuser und durch die Bauernhöfe. 34, 41, 19. Das ist natürlich, was will ich sagen noch? Das ist natürlich jetzt nur ein Setting, dieses Szenario. Es gibt natürlich für unterschiedliche Karten unterschiedliche Gebäudekarten. Denke ich mal, weil es wird nicht auf so einem kleinen Bereich bleiben. Weil es stand ja dabei, dass es auch mit Forstwirtschaft hier überwiegend dann ist, die Karte. Mal schauen. Also im Nachgang, da ich dem Holzfäller jetzt die Arbeit wegnehme, scheint egal zu sein. So sind es 35. Danke, Exodus, für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Kapelle jetzt zur Verfügung gestellt. Ich hätte vielleicht mehr Platz lassen sollen. Dazwischen. Bauernhof plus 12, Getreidefeld plus 4. Das ist das hier doch eine gute Position an der Seite. Okay, Wald zieht dem 3 ab. Aber ich kann ja auf den Wald hier einfach ein Getreidefeld setzen. Und da mache ich kein Minus, da machen wir direkt 40. Kapelle, Langhaus, Burgfried, Bauernhof, Dorfplatz. Am besten profitiert er also von den Langhäusern. Ich denke mal, 82 werde ich im Moment an keiner anderen Stelle schlagen.
Mehr Häuser. Nur ganz kurz gucken, der Marktplatz triumphiert auch vom Dorfplatz. Und der Dorfplatz triumphiert natürlich auch vom Marktplatz. Und ich glaube, der... Moment, was wollte ich gucken? Bauernhof. Ist egal, Dorfplatz und Marktplatz ist beides gleich profitabel. Da ist der Abstand zu weit weg. Aber schönes kleines, muss man schon mal vorhin wegnehmen, für 10 Euro schönes kleines Bastelspielchen. Und ich verstehe den Vergleich mit Dorfromantik doch ganz gut. Jagdhütte. Ich habe schon fast die Hälfte, habe schon eine halbe Tonne von den Tieren einfach überbaut. Ich habe auch nicht darauf geachtet, dass ich so viele Punkte mit der Forstwirtschaft machen sollte. Jagdhütte. Wild plus 10 Punkte. Und Wald bringt auch ein paar Punkte. Oh, Wasser. Wasser auch. Was ist das letzte? Sägewerk. Und Sägewerk wird wahrscheinlich von Wald und von, natürlich, Holzfällern profitieren. Ach, schade, dass es keine Milchproduktion gibt. Ich habe jetzt über Metall da gebaut, aber was das immer war, aber es ist ja egal. Metallkarten gibt es eh nicht.
Wenn dann hier unten. Danke, Doxura, für dein Prime-Sub. Ich habe so viele Holzfäller noch übrig. Ich bin trotzdem 24 durch das Sägewerk. Besser ist hier irgendwo am Rand was zu bauen. So, da haben wir nochmal 62. Ach, ich bin so einer, der sucht immer das ganze Feld ab, um zu schauen, wo die beste Position ist. PLC ist, glaube ich, das höchste, was ich bis jetzt gesehen habe. 48 wäre hier oben. 49. An welches Spiel erinnert euch das so? Ja, ich versuche euch in ein Gespräch einzubinden. Auf uns anzusprechen. Zu viel Verantwortung auf einmal, oder was? Ach, da links ist schon ein Marktplatz, deshalb habe ich da so wenig. Ach, da ist manchmal schlecht ersichtlich, dass der es nicht anheben kann hier, wegen den Feldern. Da oben ist auch schon ein Marktplatz. Da kommt noch ein bisschen Forstwirtschaft. Dann haben wir auch das zweite geschafft. Jetzt müssen wir nur noch 200 Gebäude platzieren. Genug Punkte erzeugen, dass wir mehr Decks bekommen.
Hallo Kritex, schönen guten Abend. Das bringt alles nichts. Oh, ich habe die Goldmedaille schon verdient. Darf ich nicht weiterspielen? Doch. Hopfenfeld als Gebäude. Kann auf Fels gebaut werden, bekommt 15 Punkte dann. Oder am Strand. Okay, da können wir nicht so ein Feld aufbauen wie beim Bauernhof. Damit sieht er von Katar nicht viel zu tun. Es ist ein, wie soll man sagen, ein Puzzler eigentlich. Vielleicht brauchst du dafür nur eine andere Kombi. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die anderen Gebäude, die da noch drin sind. Also wir könnten auch was abreißen und aufbauen. Wobei ich weiß nicht, ob abreißen, so, wir werden keine Punkte abgezogen dadurch. Es ist halt eine Optimierung. Na okay, kannst du abreißen, neu aufbauen. Sind auch nur 24 an der Stelle. So, Brauerei. Die anderen werden mir nicht gezeigt. Wahrscheinlich muss es dann wirklich mal ausprobieren, was das sein könnte. In der Anordnung. Aber es kostet ja auch alles Platz und Testen. So, alles abgeschlossen, bis auf die Geheimgebäudekomplexe. Hat schon mal nichts mit vier Häusern zu tun.
beziehungsweise vier Getreidefelder. Aber das Szenario ist ja so gesehen erledigt. Wir können also speichern, beenden und können mal in das nächste Szenario. Ah, nicht beenden. Ich dachte, das ist zurück ins Hauptmenü gehen. Namen Obermo. Deutlich größer, aber auch eine größere Herausforderung. Dorf, Forst und Landwirtschaftsdeck müssen hier für Erfolg besser zum Einsatz gebracht werden. Plateaubau muss nicht hässlich sein. Diese Terra ist kein Flachwitz mehr. Meistere die Decks der Forstwirtschaft, Farmwirtschaft und des Dorfs in dieser Riesenterra für Herausforderungsliebhaber. Wir können aber trotzdem, ich glaube, es gab schon ein Mini-Update, schauen, ob bei den Puzzle-Herausforderungen man weiterkommt. Manch einer findet den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hoffentlich gehörst du nicht dazu. Finde die optimale Platzierung von Holzfällern heraus. Ja, das bringt das... Ja. Man könnte es auch wahrscheinlich hier Tutorial nennen. Diesen Modus beginnst du mit einer limitierten Gebäudeauswahl. Verwende sie weise, denn du wirst keine weitere erhalten. Sobald du ein Gebäude platzierst, erhältst du die in der Vorschau angezeigten Punkte. Alle Features, auf denen du das Gebäude gebaut hast, werden zerstört. Wir müssen die dann nur setzen, dass wir eigentlich immer 24 bekommen. Und damit machst du das Maximum. Du findest nicht die richtigen Worte vor lauter Buchstaben. Ich dachte, das ist ein Rechtschreibfehler, weil ich hatte vorhin, glaube ich, auch einen Rechtschreibfehler gesehen. Beziehungsweise so eine typische, da ist ein Buchstabe so zu viel. Um eine Herausforderungskarte abzuschließen, musst du mindestens die Bronzemedaille erreichen. Bin die beste Platzierung für Sägewerke. Doch, es ist so einfach, wie es aussieht. Na, ja, mehr oder weniger. Ich weiß, eigentlich müsste man anders machen. Ja, irgendwie so ähnlich.
Ja, immerhin schon Silber. Aber es gibt bestimmt eine Anordnung, dass du nämlich alle drei Holzfäller mit beiden Sägewerken abdecken kannst und dann kriegst du die maximalen Punkte raus. Hütten profitieren von vielen verschiedenen Dingen auf der Karte, aber hüte dich davor, sie in der falschen Reihenfolge zu platzieren. Das nicht in Wald platt machst, weil Wald ja plus 2 Punkte gibt. Kann euch übrigens nicht sagen, wie viele Herausforderungen es gibt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und wenn ein Holzfäller beteiligt ist, auch andersherum. Forste den Wald erst auf, dann holz ihn ab. Immer der Apfel fährt nicht weit vom Pferd. Das ist der andere Apfel. Aber ich sehe gerade, mein Pferd hat ein paar leckere Äpfel gelegt. Hier ist noch das neue Wendy. Kannst du dann lesen. Nimm dir einfach einen weg. Fischerboote müssen auf Gewässern platziert werden und profitieren von Fischschwärmen. Schockierend, ich weiß. Okay, das ist vielleicht etwas zu einfach gewesen. Ich gucke jetzt mal, wie viele Herausforderungen es gibt. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Herausforderungen. Okay. Ich glaube, das ist im Moment alles ein bisschen sehr entspannend für mich. Ich möchte dir auch vollumfänglich zeigen, was alles in dem Spiel drin ist. Und ob die paar Euro sich lohnen. Deshalb werden wir jetzt einfach ins freie Spiel übergehen und gucken, was für Kartengeschichten sind. Aber es gibt nur 4 Kombinationen für Gebäude. Weil hier werden ja auch nur 4 Gebäudekomplexe angezeigt. Aber es ist ja Early Access, weil es ist einfach nur der Anfang von in Zukunft vielleicht auch mehr Gebäudekomplexe, die man nutzen kann. So, der Burgfried gibt ja einen Boni ab an Gebäude in seiner Umgebung, also werden wir den mal hier oben hinsetzen.
So, da sind 24 Punkte möglich. Ach, da ist ein Logbuch. Das habe ich vorhin verpasst. Das ist ein Gebäudekomplex, das sind Großstrukturen, die entstehen, wenn du Gebäude in einer bestimmten Anordnung platzierst. Sie können allerdings nur gebaut werden, wenn es innerhalb der Grundfläche keine steilen Klippen gibt. Du erhältst besondere Belohnung, wenn Gebäude verschmelzen. Halt nach möglichen Kombinationen Ausschau. Du musst leider herausfinden, welche Gebäude dafür benötigt werden. So, Obstgarten. Damit können wir den hier unten upgraden und den Wald komplett machen. Wenn diese Fortschrittsanzeige vollständig gefüllt ist, kannst du ein Hauptgebäude ausbauen. Du kannst die Anzeige füllen, indem du Decks ziehst. Durch den Ausbau erhältst du zusätzliche Auswahlmöglichkeiten in deiner Deckauswahl. Übrigens hat das Spiel auch einen Multiplayer, aber ich weiß gar nicht, wie ich die mir den Multiplayer vorstellen kann. Jeder hat dieselbe Insel oder sie sind beide auf derselben Insel und setzen die Decks. Und der mit den meisten Punkten gewinnt am Ende. Fischerboote sind verfügbar. Bekommt einen Abzug von der Fischreuse. Ich denke mal, damit ist keine Ahnung. Hast du das selbst gemeint? Fischereiboot gibt einen Bonus. Der Burgfried kann schon wieder ausgebaut werden, ohne dass wir Bewohner haben. Getreidefeld ist das verfügbar. Haben wir noch irgendwo so eine Lücke? Dass der Holzfäller direkt davon profitiert. Nur weil ich die zumache. Getreidefeld und Dorf, bitte.
finde es aber insgesamt sehr schön. Es ist halt so ein typisches Runterkommen-Spiel. Gibt einfach keinen Stress. Machst halt dein Ding. Ne, sammelst du deine Kartendecks. Wobei ich das aber mit diesen Kartendecks, mit dem Auffüllen. Doch, das ist genau wie bei Dorfromantik, ne? Bei Dorfromantik musst du ja auch weitere Kartendecks freischalten, indem du Punkte so gesehen generierst. Also irgendwo einen Platz dafür findest. Und das ist halt einfach jetzt dasselbe Konzept auf Gebäudeketten. Sorry, wenn ich das jetzt zu stark mit Dorfromantik die ganze Zeit vergleiche. Ich habe Dorfromantik vielleicht, weiß nicht, 20 Stunden gespielt. Das ist schon sehr lange her. Aber es hat zu Recht sehr viele Auszeichnungen bekommen, weil es halt ein einfach schönes Konzept ist. Du kannst halt nicht... Das ist auch was ein Spiel auch schaffen muss, wie bei... Jetzt sage ich schon wieder Dorfromantik. Du kannst es eigentlich hassen. Also du kannst es sagen, okay, das ist jetzt nicht das, was du magst, aber es ist ein Spiel einfach, das durchweg von allen Leuten gesagt wird, ist ein schönes Spiel. So als wenn du versuchst, Solitär zu hassen. Du kannst sagen, Solitär ist nicht dein Spiel, aber du kannst nicht sagen, ich hasse Solitär. Ich weiß nicht, ob man nachvollziehen kann, was ich sagen will. Ich rede einfach. Ich habe nur 2 Schluck von Becks Eis getrunken. Es kann überhaupt nicht so schlimm sein bis jetzt. Oder Tetris. Tetris kannst du auch nicht hassen. Dann sagen, Tetris ist nicht dein Game. So wie bei mir. Tetris war halt okay. Habe ich ganz gern mal gespielt zwischendurch, aber ich habe nie da so rumgesuchtet mit wie andere. Gehen Sie 10 Meter auf einen geraden Strich, dann wissen Sie, ob Sie alkoholisiert sind. Ich weiß nicht, worüber Sie sprechen. Und warum lacht Ihr Kollege mich aus? Sir, ich bin allein, Sir. Dann erzählen Sie mal dem anderen. Also das letzte Schiffsbauer. Oder ist das Ihr Zwilling, Herr Oberwachtmeister? Wissen Sie was? Ich gehe einfach nach Hause. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß hier. Ich bezahle mit meinen Steuergeldern. Da müssen Sie auch tun, was ich sage. Guten Abend, 45%. So, bei Fischfang war es ja jetzt schon alles. Stadt. Ach, deshalb. Stadtbezirk ist das nämlich. Das konnte ich überhaupt nicht entdecken, weil ich da nichts hatte in die Richtung.
Was zocke ich gerade Schönes? Wenn du vielleicht Dorfromantik kennst, ist es sowas Ähnliches, aber mit Gebäudeketten. Also du baust, versuchst halt optimale Positionen für deine Gebäude zu finden, dadurch Punkte zu generieren und den Highscore zu knacken. Also beziehungsweise 3000 Punkte ist eine Goldmarke. Wo du halt unterschiedliche Decks freischaltest. Was ist deine Meinung zu Jake Solomons Abgang von Phyrexis bezüglich XCOM 3? Boah. Sollte man sich nun Sorgen machen? Schwierig. Also Sorgen machen muss man sich, glaube ich, nicht. Klar, soweit ich noch weiß, ich habe Jake Solomon ja, der war ja, weil ich ja Midnight Sun bei Phyrexis in den USA spielen durfte, war der halt auch mit dabei und hat viel über das Spiel erzählt und sich sehr gefreut, dass er halt in der Lage war, dieses Franchise auch zu bedienen, weil es das erste Mal war für Phyrexis, dass sie überhaupt in der großen Lizenz gearbeitet haben. Aber ich glaube, es wird XCOM nicht schaden am Ende. Also man hat ja als Team Erfahrung gemacht jetzt durch Midnight Sun, wobei die Midnight Sun natürlich anders angegangen sind als XCOM, aber wahrscheinlich aus Midnight Sun einige Ideen mit nach XCOM übertragen werden, wenn XCOM 3 dann kommt irgendwann. Und ich glaube auch nicht, dass er gegangen ist, weil er musste oder aus irgendeinem Stress heraus oder stunk, weil die Erwartungen von Midnight Sun halt dann nicht erfüllt wurden. Weil man kann nicht immer einen Hit landen. Das ist halt leider so. Ich glaube, das haben die wenigsten in der Branche wirklich diesen Segen, dass jedes Spiel, was die veröffentlichen, ein Hit wird. Also ich kenne die Gründe auch nicht, warum Jake Solomon gegangen ist. Ich glaube, er hat auch sich dazu nicht geäußert. Vielleicht nochmal so was anderes machen, nachdem er über 20 Jahre bei Phyrexis war. Glaube ich jedenfalls, waren über 20 Jahre. Auf jeden Fall eine sehr lange Zeit. Ach, hier unten war ja auch noch Wasser. Da geht noch mehr. Reicht das als Antwort? Gibt es später wieder das Fischgame? Wir werden später das Fischgame weiterführen und es hoffentlich abschließen heute. Dann habe ich morgen nämlich genug Zeit, mich um Everspace 2 zu kümmern. Ich muss aber gleich nochmal gucken, ob ich nicht noch irgendwas hatte auf der Liste, weil ich heute auch noch spielen wollte. Oder präsentieren wollte.
So, Gärten sind verfügbar. Gärten finden Wälder scheiße. Oder? Nur wenn ich das auf Wald draufsetze. Ich wollte jetzt nur mal gucken, welche Karten es wirklich noch gibt. Und das gilt ja im freien Spiel am besten. So, Windmühle, da habe ich schon mal was vorbereitet. Russisches Fischen für alle, das ist doch das mit Dynamit, das machen aber Amis doch auch. Moment, mach nochmal. Habe ich jetzt nicht. Dorf müssen wir noch ein bisschen bauen. Stadt haben wir auch noch Potenzial. Bei Forstwirtschaft ist auch noch ein bisschen Potenzial da. So, jetzt haben wir die Säge, das Sägewerk freigeschaltet. Ich bin schon auf dem Silber, also auf dem Bronze. Wenn man nächstes Jahr noch Fischis haben möchte, empfehle ich kein Dynamit oder Schleppnetz. Ich empfehle generell kein Dynamit bei Fischfang. Außer du willst die ganz großen Dinger jagen. Ach, du musst einfach da, wo die Lachse schwimmen, hingehen und da machst du ein Netz. Und dann springen die alle ins Netz rein. Steinbruch ist verfügbar. Jetzt geht's an den Bergbau. So, Berge und Stein ist ein Feature. Wo ich schon sehe, die stehen hier aneinander und das ist Kacke. Das ist ein sehr guter Spot. Steinmetzgebäude. '95. Das ist Erzabbau.
Weiß ich nicht mit der Werft. Die Synergie scheint da nicht so gut zu sein. Die Schenke. Taverne. Kloster ist verfügbar. Infrastruktur. Okay, das Kloster mag alles Naturbelassene. Bisschen Berge. Bisschen Wald. 89, 90, 94. Übrigens ganz schön, an der Zahl kannst du erkennen, ob das ein sehr hoher Wert ist, weil dann wird das nämlich golden. Bei Silber ist das Mittel, bei Bronze ist das halt schlecht. Nicht so gut. Ich weiß, dass wir die Goldmedaille haben, aber wir haben noch nicht alle Karten. Kloster sind scheiße. So, als letztes haben wir da den Schmied jetzt rausbekommen. Eisenmine, Holzfäller. Das wäre 60, 80. Jetzt wird der Platz übrigens gerade ein bisschen eng. Ich glaube, gleich ist es auch vorbei für mich, weil ich keine Punkte mehr, also nicht mehr genug Punkte bekomme. 53.
Sind auch nochmal 54 drin. Max, versuchen die Kombo-Gebäude zu bauen. Ich glaube, für das Gebäude brauche ich noch was. Also Stadtbezirk bauen wir die ganze Zeit. Bauernhof ist ja auch, das Langhaus auch. Und es scheint wohl wirklich nur 4 Gebäudekomplexe zu geben. Und für das muss ich wohl noch in dem Stadtbereich was freischalten. Naja, komisch ist das nicht. Es ist halt ein Early Access Spiel und ich denke, es werden, wenn das halt weitergeht im Early Access, wahrscheinlich weitere Gebäudekomplexe gemacht. Ist einfach nur schon mal die Info, dass das existiert. Plus ein paar Gebäude sind halt schon da. So, sind nochmal 52 Punkte. Na komm, gib mir jetzt den letzten Mal frei. Ach, ist der chillen. So, dann ist die Brauerei auch verfügbar. Warum profitiert die denn in der Umgebung nochmal? Kloster, Taverne, Hopfenfeld. Ja, die Synergie zu machen wird ein bisschen schwierig. Ich bin so hibbelig auf Tekken 8, auch wenn die Lore wieder komplett abgedreht wird. Also Beat'em-ups, da bist du hier falsch, muss ich dir leider sagen. Außer es ist Dragon Ball. Thank you.
So, Kapelle ist verfügbar, theoretisch. Proof kann nur Button Smashing. Ja. Kacke sein und auch noch stolz darauf sein. Mal gucken, wo die Kapelle am besten hinkommt. Da. Weißt du, wie lange wir Hardcore-Fans auf ein Kampfspiel in RTL-Format warten? Ich habe keine Ahnung, was ein RTL-Format ist. Aber ich freue mich für dich. Punkt 12, Frauentausch, Bauer sucht Frau etc. Mit diesem Kloster muss ich genug Punkte machen, um die nächste Karte freizuschalten. Das sind über 100 Punkte, das schaffe ich nicht mehr. Das sind 80, 67. War's. 35 Minuten, Wurfgrid auf Level 6, 247 Gebäude, bestes platziertes Gebäude nach Punkte, die Kapelle. Gebäudewertung 147 Gold, 76 auf Silber, 18 auf Bronze. Bestes Deck nach Punkten, Landwirtschaft, meistgebautes Gebäude, Getreidefeld. Sieht man gar nicht. Gebaute Fläche im Prozent 25%, 30 Gebäudekomplexe. Aber ist schon schön. Das muss man lassen. Sieht am Ende schon sehr idyllisch aus, wenn du da mit deiner Karte fertig bist. Man sieht schon, dass ich nach Regionen gehe. Ne, da machst du halt dein Gebiet für Getreide, machst dein Gebiet für Forstwirtschaft und für Obstgärten. Da habe ich natürlich jetzt am Ende ein bisschen Getreide dazwischen gepackt, weil kein Getreide im Osten war. Bergbau ist ja eh so eine Sache, das ist ressourcengebunden. Da musst du eh irgendwo hin, wo die Ressourcen auch sind. Und Fische ballerst du auch einfach alles zu. So, aber ich glaube, damit haben wir eigentlich alles gezeigt, was im Spiel drin ist. Also sehr entspanntes Spiel. Natürlich sind da diese Seeds der Karten random.
aber ich weiß nicht, was die Langzeitmotivation sein wird, weil du hast ja eigentlich alle, also ich denke mal, wenn du eine große Karte nimmst, kannst du alles gut freischalten, weil du genug Plätze hast, um die Punkte zu erreichen. Weil bei mir war es ja jetzt eher ein Platzproblem am Ende. Und da rechts ist übrigens noch, weißt du, wo dran steht, bald verfügbar. Es wird also noch mehr kommen. Aber auf jeden Fall für die paar Euro empfehlenswert, für Leute, die so sich ein bisschen entspannen wollen abends. Und unterstützt den deutschen Markt. Das sind deutsche Entwickler. In dem Sinne. Wer es auf YouTube gesehen hat, danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns da auf, in einem anderen Video im Stream, machen wir es mit was anderem weiter.